Und hier stehe ich und blicke vor kurz. Hier habe ich am Ende der letzten Folge, am Ende der letzten Aufnahme, ein bisschen Renntraining gemacht auf dem Quidditch-Feld. Da sind wir jetzt auf Platz 2, wir sind jetzt Zweitbeste. Besenrennerin von Hogwarts. Ich laufe hier erstmal ein paar Runden, bis ich das Spiel reinkriegt. Aha. Da ist nix. Was ist doch gerade alle aufgesammelt? Revelio. Das ist wirklich nix. So, jetzt haben wir natürlich. Ich schaue meine Quests. Eine Hauptquest zu erledigen. Zanbakas Prüfung. Ich würde sagen, Sidequests haben wir auch wieder abgearbeitet. Dann begeben wir uns mal direkt zur Kartenkammer, würde ich sagen. Gleich am Anfang des Streams. Und schauen mal, was der liebe Herr Barkar da für uns als Prüfung verlangt. Na komm, Spiel, krieg dich ein. Vielleicht geht's noch mal kurz rein, das ist sehr, das darf bitte nicht noch mehr rücken. Was haben Sie jetzt vor? Es darf gerne ein bisschen flüssiger laufen. Es wird Abend. Perfekte Zeit, um in die Kartenkammer zu gehen. Ja, Black ist der. Blake ist ja wahrscheinlich der meiste Schulleiter. Oha. Einmal durch die Welt gefallen. Einmal auf die Besen. Und was mache ich? Okay, jetzt bin ich mich komplett aufgehangen. Ja, auf die Besen. So können wir uns mal retten. Gut, dann besuchen wir noch einen Gemeinschaftsraum. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Wir müssten aber doch irgendwo den Slytherin-Gemeinschaftsraum, den wollte ich schon immer mal besuchen. Der muss doch irgendwo weiter hier. Nein, der See ist war der. Das wäre echt schön, wenn wir das jetzt schaffen würden. Ich habe auch keinen Plan, wo wir wirklich sind. Wir können auch gleich in der Kartenkammer landen. Können wir ein bisschen unter der Map lang fliegen. Okay, jetzt bin ich da nicht drauf vorbereitet. Schön unten bleiben. Wenn wir wieder auftauchen, dann. Das war hier, glaube ich, das Kräuterkunde. Unterrichtsraum. Himmelweise. Himmelfläche, ich denke. Das müsste der. Schlimmer im Gemeinschaftsraum sein. Wenn nicht alles täuscht, oder war der woanders? Mal schauen, ob wir hier landen können.
Und das ist momentan nicht verfügbar. Okay. Ich meine, aus einem Video gesehen zu haben, dass der hier Kerker, genau, da waren wir hin. Zum Kerker. Muss ich irgendwo ein quadratisches, ganz quadratisches Eckchen geben, wo wir drauf landen können. Dann den Slimmer Gemeinschaftsraum sehen können. Der war safe hier irgendwo. Ich würde sogar fast hier sagen. Das ist ein bisschen zu groß. Nennungsfeld. Guck mir mal kurz ein Tutorial an. Da die Bugs noch nicht gefixt wurden, können wir das jetzt hier nochmal machen. Aha, und hier sehen wir schon. Ich glaube, das müsste es sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber hier die drei Fenster vom Gemeinschaftsraum. Okay. Oh nein. Jetzt kommt das vorbei. Fliegen verboten. Na komm, das müssen wir doch jetzt noch. Laufen komplett ins Leere. Es gibt auch einen anderen Trick, wie man dahin käme. Jetzt noch versuchen, außer von Hogwarts zu fallen. Vielleicht können wir dann wieder fliegen. Schon etwas ulkig. Guck gerade auf die Minimap. Das können wir gerade nicht. Ich hatte jetzt einzigen Orientierungspunkt die Minimap. Können wir uns hier noch rausfliegen? Müssen wir bald in den Bereich kommen, der nicht im Hogwarts ist. Oh, doch, Hogwarts. Hogwarts Gelände. Eigentlich müsste es auch hier einen Bereich geben, wo nicht mehr. Okay, wir haben es komplett verbuggt. Schade. Oh, das ist nicht gut. Das ist
kein guter Ort. Verdammtes Spiel. Ich will wieder hoch. Muss gar nicht das Dürren-Gemeinschaftsraum sein. Ich würde es zwar gerne noch ausprobieren, aber kein Zugriff. Als ob die Entwickler was daran getan haben. Ich glaube es ja selber nicht. Aber wir haben hier die Gryffindor Gemeinschaftsraum. Das ist drin. Wir sehen es hier. Kann man unter Umständen cleveres Spiel. Wir werden mal außerhalb des Raumes. Na komm, lass uns einfach irgendwo hoch. Oh no. Ich hab's befürchtet. Na komm bitte, Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Save States jetzt noch laden kann. Verdammte Scheiße. Kann ich auf die Map? Schnellreise machen. Irgendwo hin. Bitte spiel. Hab das gehört? Das war der Stein, der mir vom Herzen gefallen ist. Puh. Großwürde. Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Renrock und dem letzten Behältnis erfahren. So, auf zur letzten Prüfung. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Renrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Professor, Sie haben meine Eule erhalten. Renrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godric's Herz. Lodgok. Lodgok und Renrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Renrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Renrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Ja. Isidora hat es ihm, glaube ich, gesagt. Ja, das war so. Isidora erzählte Bragbor von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isidora hat also Erinnerungen hinterlassen?
Sie wissen, was sie getan hat? Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Bragbor, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die sie gesehen hat, denke ich, dass unsere junge Freundin sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Mehr oder weniger. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Kriegt beides hin. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Tierwesen kann ich. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Das vielleicht sie können sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die sie erlebt haben. Okay. Dann mal raus hier. Auf zu einer Quest. Trifft dich in der Denkarium-Kammer von San Bakar und Professor Fieck. Das tun wir. Jetzt mal schnell raus aus dem Kurs. Ich habe jetzt erstmal Angst vor Türen in Hogwarts. Vielleicht können wir irgendwie eine Schnellreise wohin machen zum Punkt außerhalb von Hogwarts. Nein, fliegen können wir hier bestimmt nicht. Nein, natürlich nicht. Map. Können wir vielleicht auf dem Weg schon mal irgendwo... Ah, hier natürlich. So, hier haben wir eine Flugflamme. Machen wir hier mal schon eine Schnellreise hin. Wir müssen sowieso schnell reisen, weil da kommen wir nicht immer Schnellreise hin. Wenn man das Zeitquest Hippogreif markiert die Stelle. Gehen. Das war durch die Koboldbrücke. Wieder mal auf Abenteuertour? Da mal Kobolde. Und da müssen wir leider lang. Was noch nicht? Und das nennt man Zaubern? Hoffentlich wird die noch irgendwie ein bisschen erklärt. Also wirklich einen Plan, warum wir das können und was dann auf sich hat, haben wir noch nicht komplett. Dein Blut klebt an Renrocks Händen. Die ist runtergefallen. Hier sind noch Leute. Beziehungsweise Kobolde. Schade. Und jetzt auch noch so ein alter Magie-Dings. Und hier brauchen wir Reparung.
Das hört sich doch nach einem Troll an. Das gefällt mir noch gar nicht. Reparo ist aber ein Zauberspruch, der gesträflich vernachlässigt wird. Kiste. Eigentlich Geld. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch hier auch lang. Aha. Du wirst mich nicht aufhalten. Sehe ich anders. Die müssen zu klein hier oben auszuweichen. Warum bist du nicht weggerannt? Was wolltest du sterben? Nicht davon. Jetzt kommt ja schon nicht gut davon. Und bei. Verdammt. Riskant. Was haben wir hier? Ach, das ist von dem, der Kobold, der ins Wasser gefallen ist. Niemand ein Herr, eine feige Sau. Und weiter geht's. Kann eigentlich gar nicht mehr weit sein. Es werden trotzdem noch ungefähr 5 Horden von Kobolden zwischenkommen. In einem Dorf. Wer hier wohl wohnt? Sind auf jeden Fall ein paar Gegner. Och, die lassen wir leben. Das sind nur friedliche Sumpfkrabbler. Könnte ich Sie wohl kurz sprechen? Verzeihung, haben Sie mich gerufen? Das habe ich. Ich bin Marion Moffat. Angenehm. Im Augenblick habe ich Schwierigkeiten, einen ganz bestimmten Deary Call zu finden. Ah ja, der magische Vogel, der bei Gefahr verschwinden kann. Seltsame Wesen, nicht wahr? Wussten Sie, dass Muggel sie Dodos nennen? So ein lustiger Name. Ich mache mir Sorgen um einen Albino Deary Call namens Gwenyra. Sie ist ja eine Legende, also sind natürlich Wilderer hinter ihr her. Ich würde sie wie eine Königin behandeln. Und ich könnte ihre gemauserten Federn für meine Mode benutzen. Sie scheinen sich mehr für die Federn als für den Vogel zu interessieren.
Aber bei ihnen wäre sie wohl sicherer als bei den Wilderern. Ganz genau. Sie würden ihre Federn ausrupfen und sie dann vermutlich töten. Mir gelingt es nicht, sie zu retten. Und ich fürchte, die Dirrycalls trauen mir nicht, weil ich mich bei ihrem Bau herumgetrieben habe. Ich halte nach einem großen weißen Dirrycall Ausschau. Oh, danke. Diese atemberaubenden Federn. Und sie wäre sicher. Und noch etwas. Sie scheint sich tagsüber zu verstecken. Ich habe sie immer nur nachts gesehen. Mhm. Ich hoffe, Sie können sie retten. Ich finde was auf dem Weg. Seien Sie bereit, sie zu verfolgen. Manchmal frage ich mich, ob Sie... Nee, die Quest behalten. Falls wir sie nicht auf dem Weg finden. Die Dirrycall. Dann machen wir das mal in der Aufnahme. Jetzt erstmal. Ich sollte wohl nach Gwenyra Ausschau halten. Offenbar bei Nacht. Auf zu den Karim-Kammern. Katze. Die kann ich natürlich nicht stehen lassen. Muss gestreichelt werden. Kauft jemand Sachen? Mhm. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, Sir. Hätten Sie Zeit für ein Gespräch? Ich habe alle Zeit der Welt für eine potenzielle Kundin. Wie geht es Ihnen, Cromwell, Clifford Cromwell? Was verkaufen Sie hier? Ah, was kann ich für Sie tun? Frucht der Schrumpelfeige. Aha. Nun muss jetzt ein Tag, oder? Ich hoffe, das unterstützt Sie bei Ihren zukünftigen kräuterkundlichen Unternehmungen. Kräuterkundlichzweig. Naja, Raune brauchen wir nicht wirklich. Können wir selber anbauen. Kommen Sie gerne wieder. Ich freue mich immer, wenn ich euch jungen Leuten helfen kann. Ja, warum nicht? Revelio. Gibt's nicht viel zu sehen, aber... Ein bisschen Geld klauen. Oha. Da wurde es kurz Tag draußen. Und weiter geht's. Was legst denn du hier rum? No. Okay. Katze. Ich gebe Querfett ein. Handschuhe.
die ein Upgrade sind. Die wir noch nicht tragen können. Interessant. So, vielleicht sollten wir mal der Questmarkierung folgen. Weil sonst kommen wir eventuell an gewissen Stellen nicht hoch. Da ist eine Flugflamme. Die nehme ich gerne mit. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie warum denn? So, dann mal hier entlang. Die Gegner am Ufer lassen wir mal aus. Den Besseres zu tun. Das sollte ich untersuchen. Revelio. Nur hier gibt's nichts. Gegensteine gibt's. Wollte da jemanden spielen? Hier. Du bist die Hitler. Ach, Straßenköter. Ja. Und wie kassiert, was er eigentlich kassieren wollte. Kap am Herrenhaus. Aha. Ich sehe bloß kein Herrenhaus. Wolfie. Ein schönes Landschaftstool hier. Freigekauft. Da wollen wir hin. Scheinbar. Oh Gott, das wollte ich nicht. Nur mal ein bisschen schweben lassen. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Zentauren. Okay. Flieg, Schaf, flieg. Oder Ziege. Warum sind die schwerer zu treffen als die der Gegner? Scheint, als müssten wir hier hinein.
ein weiteres Glas oder fliegen. Fliegen. Okay. Hier ist ein Feuer. Hat jemand gecampt. Christ von Frankfurt. Das sind sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Das habe die ich schlechte getan. Nachricht. Hier könnte ein wenig gestutzt werden. Schauen wir uns um. Finde den Hinweis, um die Denkarium-Kammer zu öffnen. Revelio. Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Okay, was ist zu tun? Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Natürlich. Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Aha. Wenn es sein muss, tue ich es. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Aha. Na dann. Gute Heimreise. Suche den Ross der Küste. Aha.